das deutsche Forschungsschiff Alcor in einem norwegischen Fjord. Mit dem Tauchboot Jago wollen Kieler Meeresforscher besondere Ökosysteme am Boden der norwegischen See erkunden. Noch ist Jago auf ein ganzes Team angewiesen. Jeder Griff muss stimmen. Das Tauchboot ist frei. Ein letzter Check und Jago taucht ab. Man hält Ausschau, denn Jago ist im Einsatz. Karen Hissmann navigiert das Tauchboot von der Brücke aus. Der Funkkontakt ist die einzige Verbindung zu Jago. Jürgen Schauer fliegt dicht über die Korallen. Der Pilot hat schon mehr als 5000 Tauchstunden in Jago absolviert. Wir werden meistens im Korallenriff von Fischen empfangen, die dort leben. Wir nennen das auch die Kinderstätte der Rotbarsche. Und die Fische haben auch irgendwie gar keine Angst. Die leben dort und wir fahren dort rüber und das ist alles wahnsinnig friedlich da unten. Wenn wir das Riff betauchen, fangen wir meistens unten am Riffsockel an und tasten uns dann langsam höher bis zum Rifftop. Und oben auf dem Rifftop ist natürlich die Blüte des Riffes los. Da gibt es also alle möglichen Farben und das in 300 bis 400 Meter Tiefe bei 5 Grad Wassertemperatur. Man fragt sich, wie kann sowas sein? Mit dem Greifarm sammelt Jürgen Schauer einzelne Proben. Behutsam manipuliert er die kostbaren Korallen. Der Tauchgang ist abgeschlossen. Jago an Alcor, wir sind aufgetaucht. Rückkehr aus 250 Metern Tiefe. Reinholen wie Ausbringen des 3 Tonnen schweren Tauchboots. Sie gehören zu den kritischen Momenten des Einsatzes. Die Forscher nehmen die Korallen in Empfang. Eile ist geboten, um ihr Überleben zu sichern. Ich denke, dass das bemannte Tauchen ist eigentlich durch nichts zu ersetzen. Wenn man selber am Meeresboden ist, hat man ein ganz anderes Gefühl für die Umgebung, für die Dinge, die man dort sieht. Man kann sie dreidimensional ganz anders zuordnen. Wir arbeiten heute auch mit tieftauchenden Robotern, gerade in großen Meerestiefen und in Bereichen, wo der Aufwand zu groß wäre, ein bemanntes Tieftauchboot einzusetzen. Aber ich denke, das bemannte Forschungstauchen wird nach wie vor aktuell sein. Das Besondere beim Einsatz von Tauchbooten ist, dass man eigentlich nichts zerstört, wenn man diese Korallenriffe untersucht. Man kann sehr gezielt vorgehen, wenn man Proben nimmt. Man kann sehr vorsichtig das Gesamtbild erzeugen, man kann sich das Ganze anschauen. Und ich glaube, es ist ein großer Vorteil gegenüber anderen Methoden, am Meeresboden auch Proben zu nehmen.